Moin Mädels! Moin Jungs! Wollt ihr mal hochkrempeln, ne? Hier steht übrigens wirklich Harry Potter drauf. Kann man das sehen? Ist ein Original Harry Potter Fotograf. Na. Hier für den Hals, ne? Heute geben wir mal Gas. Heute tragen wir unsere Krawatte mal als Schal. Also hier das ultimative Schal-Krawatten-Tutorial. Leute, ich bin enttäuscht. Wir haben gesagt, dass ihr jetzt hier diesen Kanal abonniert, dann gibt's den Bus-Song. Ja, letztes Mal habe ich euch den angeteasert. Wo sind die Abos? 50% aller Zuschauer haben Kalle noch nicht abonniert. Weltweit. Das muss aufhören. Also filetiert den Abonnement-Button, bimmelt an der Klingel und dann rein. Ich mache schon mal ein Foto fürs Thumbnail. Gut, wir sind immer noch ein bisschen im Minus. Warte mindestens ein Fahrer zu und wähle ausschließlich Erdgasbusse. Nee, ne? Wir haben nur einen. Wir haben einen Urban Way, 12 Meter. Ja, aber das bedeutet ja, wir brauchen noch mehr, ne? Ey, wir müssen so hart grinden in diesem Game. Oh. Ich meine, die City, da waren wir überall noch nicht, ne? In der Stadt. Und hier oben, ich glaube, das ist alles, ne? Den hier unten, da dürfen wir sogar schon rein. Und in die City dürfen wir auch schon eigentlich rein. Welcher davon ist jetzt hier belegt? Sehe ich, ob der belegt ist oder nicht. Welcher davon ist belegt? Oh. Sehe übrigens voll süß aus, ne? Mit meiner Mähne. Ich wollte mir bald wieder eine Glatze machen, vielleicht. Mal gucken. Wir brauchen mehr Leute. Was ist, wenn ich jetzt hier noch einen einstelle? Was ist denn der billigste Bus, den ich mir kaufen kann? 120. Aha, geht nicht, ne? Ich darf nicht kaufen. Ich muss erstmal wieder ins Plus kommen. Das heißt, wir fahren jetzt wieder die neue Scheiße. Alle haben erstmal Urlaub. Bis auf der eine. Technisch gesehen müsste das jetzt ja funktioniert haben. Hier auf der neuen Kaki. Da werden wir jetzt Andreas in den Urban Way. Ausgezeichnete Ab. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Können wir jetzt schon wieder einen neuen Bus geben? Wir werden gleich Ehre in den Arsch fahren. Wörtlich. Ja, ja. Markus nimmt auch Business. Und dann haben wir jetzt noch den Erdnussbus. Und den drehen wir. Ich will ein Busfahrer sein. Voila, das ist doch klar. Busfahrer sein. Ehre in den Arsch. So, rein in die gute Stube. Achso, hinten müssen wir wieder, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Jetzt haben wir hier noch mehr Türchen. Habe ich Licht an? Ah, wir müssen Licht anmachen. Ah, stopp. So, und weiter. Hä? Digga, was soll das denn? Stopp! Halt! Warum? Wie, die ist verschlossen. Alter, die eine Tür war auf. Ehre in meinen Arsch. Mann, das bringt hier alles auseinander, durcheinander. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Erste Fahrgast will mir gleich auf die Ketten gehen hier, ne? Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Hier, bitte. Na danke. Mäusen! Was hat sie gemeint? Wie, was hat sie gemeint? Was hat sie gemeint? Was sie gemeint hat? Ob du Kinder isst, habe ich dich gefragt. Piss dich! Schon wieder morgens. Und ich habe schon wieder Blutdruck hochziehen. Nicht hinten einsteigen. Stopp! Eine Fahrkarte, bitte. Ja, ja. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, gerne, Digga. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen wieder runterkommen. Wir müssen hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Hey! Hey! Das hätte es damals in der DDR nicht gegeben. Ich sag's, wie es ist. Das habe ich nicht mehr. Die habe ich nicht gesehen. Die muss doch mal hupen. Die Fußgängerin muss doch mal hupen. Ich habe die nicht gesehen. Was ist, wenn ich jetzt einfach nicht anhalte, ne? Die sind für immer in diesem Bus gefangen. Ja, ja, Schlagloch. Ihr braucht mir auch gar nicht immer in die Comments schreiben, dass man das alles ausstellen kann. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Wieso fährt er mir denn rein? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Hier ist mein Zeigefinger und hier ist mein Mittelfinger.
Er heißt Schnauzi. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Irgendwann reicht's. Also es reicht lang. Es reicht langsam. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Und der Bumsti! Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Ah! Hört das noch irgendwer? Falsch abgebogen! Oh, weia. Oh, Bodenwelle! Die kam zu spontan. Was stimmt denn hier so? Mann, wascht euch alle! So, kurze Ansage an die lieben Fahrgäste. Scheinbar scheint es hier zu stinken. Deswegen haltet jetzt alle euer Maul, damit eure Maulfäule mir den Bus nicht versaut. Wir wollen auch andere Leute mitfahren. Haltet euer Maul, also zu, wirklich. Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Ich bin nicht sauer. Ich bin einfach nur enttäuscht. Seht zu, dass du jetzt abonnierst. Sonst werde ich aber Fox der Witz wild. So, jetzt sind wir schon wieder fast 4 Minuten drüber, ne? Oh, macht nix. Sehen Sie auf die Straße. Halt doch mal die Schnauze! Du stinkst! Es war schon gelb. Winter der Leidenschaft. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Hans hat eine Schwillingsschwester. Zwillingsschwester. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Und der neue Superheldenfilm heißt Busfahrer Kalle und die Fahrkarte des Schreckens. Featuring Mountie. Sind wir alle Sägewerk gleich, ne? Vorne fährt schon wieder ein Kollege. Mein Gott. Der muss mal ein bisschen Zündung geben. Wir können hier nicht immer in der Pampa rumstehen. Danke. Ich hasse es, wenn ich so früh aufstehen muss. Ich finde das richtig geil, dass er mich so voll labert. Moin, Andreas! Moin! Wie geht's der Frau? Wochenende wieder Fußball? Ha? Yo! Warte mal, gib mein Fenster nicht auf. Yo, Andreas! Yo! Was geht? Hey! Hey! Andreas! Jo, bis dann! Hier muss ich raus. Ja, dann verpiss dich. Ich würde mich ganz offiziell gern dafür aussprechen, dass Busfahrer einfach 3-mal so viel Urlaub bekommen wie alle anderen Berufsgruppen. Dieser Job ist die reinste Zumutung. Grüße gehen raus an meine Busfahrer-Homies, Alter. Profis. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Mir kann keiner erzählen, dass jemand sich hier wirklich einmal die Woche hinsetzt, ernsthaft dieses Spiel spielt. Dieses Spiel, das kann man nicht ernst... Nein! So, wir sind bald da. Bitte nochmal ein klassisches Überholmanöver starten. Jo! Stopp! Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Westspeicher. Ich finde die Dreckskinder in meinem Bus hier etwas daneben. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Wie kann man sich eigentlich über alles nur beschweren? Ich bin dankbar. Für alles, was ich hier bekomme. Ihr seid nur am Meckern. Wascht euch! Kann das mal schneller gehen? Ihr seid nur am Meckern. Eine Fahrkarte bitte. Drückt dir selber eine aus! Und raus damit. Sehr schön. Das haben wir aber mittlerweile echt raus. Tschüss. Jetzt ist sie über die Rampe gegangen. Es gibt überall Automaten. Wieso müsst ihr bei mir kaufen? Eine Fahrkarte bitte. Einmal Maul halten bitte. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Stetzig. Kalle Kuschelski, was geht? Ich kann nicht mehr. Ich mach das alles fertig. Was ist denn los, Kalle? Zeigen mir alle immer ein Bild von ihrer Katze. Den ganzen Tag schon. Seit Wochen. Ja. Seit Monaten. Und auf Instagram und so. Die schicken mir überall Bilder. Du, Kalle, hör mal auf zu heulen jetzt. Warum rufst du mich an? Ich kann nicht mehr. Kalle, jetzt halt mal bitte kurz den Rand, ja? Du antwortest mir seit Wochen auf meine Bilder nicht, die ich dir schicke. Dabei habe ich eine neue Katze. Hör mal, ich schick dir mal ein Bild, ja? Nein! Wie heißt sie? Ich bin am überlegen. Hast du einen Namen, einen guten? Etwas wie Kitty oder Mountie? Dann, wenn ich Freunde anrufe, alles besser. Robin, der macht den Bussong. Robin!
Tipp. Was ist los? Rede mit mir, vielleicht kann ich helfen. Ich zeige mir alle Scheißkatzenbilder! Ich verstehe kein Wort, du übersteuerst des Todes auf Doom. Die zeigen mir nur Katzenbilder! Die zeigen dir nur Katzenbilder, das hast du selber auf dich gebracht mit deinen Busfahrer-Videos. Nein. Ich muss zugeben, ich hab's ein bisschen befeuert. Ich hab auch noch ein bisschen damit was zugetan, aber die meiste Schuld liegt bei dir. Was hast du gemacht? Ja, du hast gesagt, die sollen mir Liebe und Ruhm geben. Ich hab gesagt, die sollen dir Katzenbilder und Ehre geben. Hasse dich. Mach den Song fertig. Auf Gegenseitigkeit, ist kein Problem. Tschüss. Mach den. Der Song ist durch. Den hast du. Guck in deine Mails. Halt's Maul! Sind wir heute Abend noch? Steht das Date noch? Treffen wir uns in der Bar? Ja klar, 15 Uhr. Ich kann nachts nicht mehr schlafen und mir alle Menschen dieser Erde immer nur scheiß Drecks. Und Bilder schicken. Viertelstunde zu spät, ne? Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Sag mal, wie lange habe ich heute wieder die längste Linie hier bekommen, oder was? Da werde ich mich erstmal schön beim Betriebsrat beschweren. Hier auf dem Montag direkt eine lange Strecke, die spinnen wohl. Ist mir auch egal. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Wenn hier noch einmal jemand diesen Scheißspruch bringt, fahre ich hier irgendwie gegen eine Wand. Tschüss. Ciao. So, ihr kommt alle nicht mit. Nein! Raus! So, und jetzt ist Abfahrt. Also die halten sich eh alle nicht an die Verkehrsregeln hier. Jetzt müssen wir ein bisschen justieren. Weiter. Jo. Oh, ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Wen juckt das? Das nenne ich guten Service. Eine Fahrkarte bitte. Weißt du was? Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte bitte. Was? Verpiss dich! Seid ihr zu blöd zum Scheißen oder was? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ich knall euch alle ab! Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Na klar. Hier, bitte. Wo bin ich denn? Ah, hier. Bitte. Warum gibt es diese scheiß Geschwindigkeitswellen? Als ob ich hier mit 70 Sachen um die Kurve brettern würde mit dem Bus. So ein Blödsinn. So, alle raus jetzt hier, ihr kleinen Kackkinder. Bitte alle aussteigen. Tschüss. So, das wird heute richtig teuer. Level up! Geil. Wir haben sogar Plus gemacht. Und fast ein halbes Level. Wir haben sogar Plus gemacht. Wie geht das? Wir haben jemanden getötet und Plus gemacht. Ehre in den Arsch.